Liebe Freunde, Weihnachtszeit ist die Zeit der Musik und des Gesangs. Immer wieder werden Klassiker neu aufgelegt. Doch wir würden einen Klassiker heute gerne im Original vortragen. Auf Mittelhochdeutsch. Viel Vergnügen. Stille Nacht! Na, wie heißt er noch? Der Dings. Hier, der Knab mit dem lockigen Haar. Schlaf in himmlischer Ruhe. Die beiden sind schlimm. Das ist fürchterlich. Himmlischer Ruhe. Der hat sich jetzt so Strähnchen machen lassen. Steht aber gut im Klab mit dem lockigen Haar. Schlaf in himmlischer Ruhe. Schlaf in himmlischer Ruhe. Vorsicht! Werden echt immer besser. Nur so darf es gesungen werden. Wir wollen eine Zugabe! Warte, es geht weiter. Wir wollen eine Zugabe! Ja, Polizei! Wir wollen eine Zugabe! Ja, wir wollen eine Nicht Zugabe! Nicht gehen! Das hat es noch nie gegeben. Okay, jetzt geht's Schlag auf Schlag. Wir freuen uns richtig. Liebe Freunde, zu Weihnachten soll auch mal gelacht werden, richtig? Ja, und deswegen laufen im Fernsehen Jahr aus, Jahr ein, während der Feiertage, Wiederholungen von Witzesendungen. Ihr könnt euch das anschauen in diesem Jahr sparen, weil wir ein Best-of zusammengestellt haben für euch und für alle. Die besten gespielten Witze aus den letzten 3 Jahrzehnten. Mm. Oh Gott. Mm. Der Onkel Otto, der hatte einen kleinen Fernbediener. Das war das Beste. Man drückte drauf und es kamen Jingles. Schatz, mit der neuen Brille siehst du aber scheußlich aus. Ich hab doch gar keine neue Brille. Nein, aber ich. Schatz, unser Nachbar gibt seiner Frau immer morgens, bevor er zur Arbeit geht, einen Kuss. Warum machst du das denn nicht? Na, ich kenne die Frau doch gar nicht. Schatz, hm? Sag mal, was gibt's zu essen? Nix. Das gab es doch schon gestern. Ja, ich hab für 2 Tage gekocht. Oh! Du Schatz, weißt du, wie man Männer nennt, die 90% ihrer Intelligenz verloren haben? Nein, wie denn? Witwer. Oh! In wie viel in etwa kommt denn noch? Wie kommt er da jetzt noch? 12. Schatz, ich glaube, ich hab einen Hexenschuss. Das kann nicht sein. Die schießen nicht auf ihre eigenen Leute. Schatz. Hm? Folgendes. In wie viele Teile soll ich die Pizza schneiden? In 6 oder in 12? Oh, ich muss. Schatz, in wie viele Teile soll ich die Pizza schneiden? In 6 oder in 12? Na, in 6, 12 schaffe ich nicht. Oi. Okay. Ist ganz gut gelaufen, ne? Wie viele Minuten haben wir noch? Warte, kleinen Moment. Warte, ich hab auch noch einen. Okay. Bitte? Willst du eine Brille? Nimm eine Brille. Immer gut. Nimm eine Brille. Vorsicht, nicht kaputt machen. Brauchst du deine Partner? Warte, hier, mal, Basti macht das Dingsbums. Ja, klar. Achtung. Warte, du kriegst eine Öffnungsjingle. Pass auf. Ja.
Kommt eine schwangere Frau zum Bäcker und sagt, ich bekomme ein Landbrot. Sagt der Bäcker, Sachen gibt's. Kommt ein Rocker in den Blumenladen und sagt, wo haben sie denn hier die ganzen Roses? Kommt ein Mann in den Spielzeugladen und sagt, ich hätte gern Geduldsspiel, aber zack, zack! Herr Doktor, kann ich mit Durchfall baden, wenn Sie die Wanne voll kriegen? Kommst du bitte? Waren super Witze. Ich weiß gar nicht, was die haben. Stellen sich an. Das war zu risikoreich. Beim nächsten hätte ich lachen müssen. Da kommt ja wieder nur Scheiße im Fernsehen, absolut, ne? Absolut, Renate. Ich verstehe das nicht. Gefällt mir nicht, das Weihnachtsprogramm. Geh doch mal zum LOL, das ist lustig. Ja, das ist witzig. Vielleicht kommt der Martina Hill und der andere Vogel. Wie heißt der? Der mit der Brille, ne? Ja. Yeah. Aus Berlin, der ist gut. Kurt Krömer? Ja, Kurt Krömer, die hoffentlich kommen die, da würde ich mich freuen. Ha, ha, ha. Na, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, die machen sich da ganz schöne Zeit hinter dem Vorhang zusammen. Ja, die kuscheln einfach da so ein bisschen, gell? Und das verstecken sie unter dem Deckmantel der professionellen Zusammenarbeit. Hui. Also, wenn die so weitermachen, schießen sie sich noch selber raus. Wir hören, dass ihr flüstert. Wir wären soweit. Okidoki. Nein. Doch. Der Vorgedorf und die waren so geschockt von diesem Zeug. Die waren richtig? Die haben mich, die haben dieses... Und ich dachte so, yeah, jetzt machen wir euch fertig. Sehr gut. Super. 5, 6, 7, 8. Wir sind die Weihnachtswichtel, Tini. Ho, 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 ho. Mein Gott. Komm mit rüber, komm mit rüber. Genau, oh. Komm, komm. Es tut mir so leid, wieso? Der Moment, wo ich Kurt hängen sehe, in diesem kleinen, süßen Körper mit dem großen Kopf und diese Hilflosigkeit.